Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge. Ich hab Zeit, Jungs. Schau, wie ihr wartet. Ich hab Zeit. Einer von euch muss es halt sagen, weil ihr die Gäste seid. Ich hab Zeit. Was spielen wir hier nochmal? Ich hab's vergessen. Spielen wir jetzt Bioshock oder Borderlands? Ich weiß nicht. Musi, wie wär's mal, wenn du uns aufklären würdest? Boah, ich bin der Musi und wir spielen Borderlands 2, Alter. Oh, Musi, korrekt. Dankeschön, dass du das gesagt hast jetzt. Jungs, wie geht's euch? Gut, immer noch. Sehr schön. Was ist jetzt mit den zwei Erbse? Mr. Bubbles und Little Sis. Was ist mit denen? Wo ist die da hinten ist es. Da hinten ist sie. Ist halt ein. Wie, hat jeder von euch bei den Bioshock gespielt, beziehungsweise gesehen? Ja. Oh, ist aber schon lang her. Du kennst doch Big Daddy. Ja, das ist ja der Mr. Bubbles hier, oder? Das ist der Big Daddy und da hinten ist es halt. Ich weiß ja nicht, wie im Spieler ist. Absolut rein, wenn ihr den euch spielt. Hey, voll auf jeden geil. Fall ist halt, wenn wir nur Mr. Bubbles töten, also auf keinen Fall die Lizis anschießen, nicht mal anschießen. Wenn okay. Musi die anschießt, ist schon. Wenn Musi die anschießt, ist es schon vorbei. Ja, warum? Was passiert denn? Was passiert denn? Kriegen wir eine besondere Waffe, eine Pistole, die hundertprozentig Schock ist. Also, egal was du machst, ist immer Schock. Okay. Die einen ziemlich guten Elementarschaden hat, Elementarchance auch recht gut. Mhm. Und halt auch, ja, zum Sammeln einfach. Ja gut, weil Bioshock. Ja, und dieses Easter Egg. Okay. Nee, nicht deswegen. Sondern weil in Bioshock 1 und 2, glaube ich, die erste Waffe, die du bekommst, also die erste Fähigkeit, immer eine Schockfähigkeit war. Ah, okay. Also, so eine das heißt, und den Mr. Bubbles nur den einfach wegprügeln. Ja, und das war ganz arg. Und dieses Easter Egg ist so scheiße selten. Ich habe mich so gefreut, damit wir die Kack bekommen haben. Also diese Fahne habe ich 20 Mal. Er ist tot. Er ist tot. Und was ist mit ihr? Einfach mit reden. Und hier gibt's die Waffe. Nein, wie geil! Und das war's jetzt. Eine Waffe. Ja. Ja. Ja, lol. Okay, also ich zeig dir dann mal den Leuten. Electrified Little Eevee. Sieht geil aus. Ja, möchte ich einer von euch beiden haben? Jo. Okay, dann kriegt die der Musik. Bitteschön, my friend. Danke. So, und die Little Sis, die ist jetzt auch nicht mehr zum Töten da. Die ist jetzt einfach nur noch so da. Also die kann man auch nicht mehr killen, gar nichts mehr, oder was? Ich glaube nicht. Na, geht mal. Ja, aber du hast gerade gesagt, das ist ziemlich selten. Also ich bin ehrlich, ich stehe drauf, wenn es selten ist. Wow, noch einen Schaden. Ja, aber Zero, sag mal, ist das wirklich selten? Jo. Das ist auch selten. Ich habe 20 Mal neu geschaut, damit ich es einmal bekommen habe. Oha. Ja, geil, und wir haben es halt gleich geschafft. Genau, ja, deswegen halt geschaut, ob es da ist. Wir haben nur so halb den Zielstart gefreut. Hey. Cool. Musi, komm schnell. Musi. Was hab ich jetzt umgebracht? Musi. Kommst du wieder? Motherfucker. Nein! Wieso bist du Hä? Ich seh nichts, weil ich auf dem Boden liege. Oh da nein. Da liegen wir von mir weg, wie alle zu euch hin. Der Leviathan weiß, wie knapp davor wir sind, den Schatz zu finden. Leviathan. 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 Leviathan, Alter. Der Leviathan. Die Mine ex. Okay, ich dachte schon, die hat eine größere Range. Was ist der Scheiß? Was meinst du? Ja, sicher trat sie das. Mhm. Aber ist die Flaschenpost-Quest unter uns oder hier auf der Ebene? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ja, aber die ist unter uns. Safe. Nein, die ist über uns. Die ist. Nee, hä? Was denn? Die Flaschenpost-Quest. Man muss ja von dem Turm dann auf dieses X springen. Das weiß ich ja noch. Zero, kommst du? Sollen wir warten oder was machen wir? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Bin ich wirklich 3 Jahren nicht mehr gelaufen. Scheiße. Oder geht's hier lang? Ich weiß. Ja, hier ist lang. Ja, dann warten wir kurz auf dich, oder?
Ja, Musi, dann bleiben wir hier stehen, machen hier kurz einen Cut und sehen uns gleich. Dass hier auch alle Gefahren weg sind. Was meinst du? Respawn-Station aktiviert. Wir haben hier nichts zum Respawn hier oben. Doch, ist. Wenn ihr mit Flasche hochkommt und dann nach hinten lauft. Da oh, stimmt. Ja, und dann ist ja nachher da auch eine Schnellreise, gell? Ja. Aber ohne Wiederkehr, das ist so eine einmalige, oder? Ja, aber mit diesem Teil kannst du auch ziemlich gutes Beispiel-DLC fahren. Du gehst da hoch, lockst dich aus, kommst runter, schaust nach, ob sie sind, und wenn sie nicht da sind, machst du einfach ein normales Speicher. Oh Gott. Ich habe einen Speicher von. Na, das ist jetzt echt schon zu spät. Ich bin ruhig, da unten bin ich unbedingt nicht mehr drin. Dann sehe ich mich einfach umgebracht, wenn es schneller gegangen wäre. Hi! Ne, jetzt sind sie wieder hier. Hallo. Oh, Musi ist aber ganz schön knapp. Ja, Leben am Limit, Alter! Wobei. Ha! Was? McGrand lift aber da, bitte. Wo bist du denn? Ja. Hä? Soll ich dir einen Lift runterlassen? Ja. Okay. Jetzt erbst du, das wäre halt jetzt schon korrekt, wenn du jetzt nicht vorläufst, weil ich habe gerade noch einen Cut drin. Nein. Ist mir. Hey, Arschloch! Arschloch. Wollen wir jetzt nicht noch kurz die Quest einsammeln? Immer ich muss sie hätte sich auch einfach umbringen können. Ja, warte mal. Ich gehe mal hier runter und hol mal die Quest, weil. Umbringen würde um einiges schneller gehen. Nein. Ja! Oh, gerade so geschafft. Warte, ich hol hier mal kurz die Quest. Weil wir müssen dann von dem Leuchtturm oben runterspringen, weißt du? Hallo, Musi. So, ich bring mich mal um. Tot. Du hältst den. Holt mal irgendwer einen Lift, bitte. Hatte ich gerade vor, ich wusste. Ich hab den doch schon runtergelassen. Ja, er muss da mal hoch. Wo bist du, Erbse? Guter Fall. Echt jetzt? Den Lift nach oben zu schicken. Ja, ich wollte den Lift nach oben schicken, mit dem Runterfall bin unten gelandet. Ganz unten, oder? Nein, da unten, wo der Lift ist. Lul. Ja, fährt es ja. Ganz unten. Ja, aber der Lift, der fährt doch jetzt hoch. Ja, weil ich gerade aktiviert habe. Ah, okay. Hi. Hallo. Und wir sind schon wieder zu dritt in dem Scheißlift. Wird sich wieder jemand knapp am Tod? Nee, ist noch nicht. Nein. Oh, dann laufen wir jetzt hier eigentlich wieder zu den. Eigentlich wollte ich mich ja umbringen und dann umspawnen, aber ich bin dann da irgendwo steipeln. Nö. Nee. So. Nein! Jawohl, meine Freunde! Der Ops ist jetzt da. Hallo, du Wandelmeter. Also, wenn ich. Tschüss, Ops, tschüss! Tschüss! Also, wenn ich da war, ich das nicht auszuschneiden würde. Warum? Da werden sie. Ja, ist ja einfach lustig, oder? Sollen wir schnell was schauen? Lauf mal, geh mal da weg von der Kante, bitte! Ey, nicht verrecken! Bist du oben auf dem Leuchtturm? Super! Finde einen Platz, wo du Blades Kompass hinstellen kannst. Dann sehen wir, wo genau der Schatz liegt. Ja, aber da warten wir noch auf den Erbsen. Nein, mach. Sicher? Ja, aber. Findest du schon. Ja, gut, okay. Funktioniert es? Was tut sich? Acht Iridium, aber noch nicht porten, weil wir müssen noch auf die Stelle mit dem X. Müssen wir noch hier springen. Weil wir haben ja noch diese Schatzkartenquest. Wir müssen sowieso noch was anderes machen. Ja, warte mal. Die Lieutenants töten. Guck mal, Musi, kennst du das hier, wo der Schatz ist? Nö. Guck mal, da musst du hier, siehst du hier, wenn du hier runter schaust, siehst du das X auf dem Stein. Und das hat mich schon so viel Lebensenergie gekostet, hier unten, hier. Ah ja, siehst. Ja. Wollen wir mal hier hupfen? Ja, aber du musst schon ordentlich abspringen, Alter. Warst du grad Musi? Nein, ich bin doch schon vorgesprungen. Na, wichtig doch nicht, ich mache hier die Mission weiter, weil ich sonst sterbe. Musi, wo bist du? Ah, er kommt, okay. Ah, sehr gut. Oh, Alter! Alter, im letzten Zipfel bist du angekommen, Alter. Heftig. Und das hat mich damals schon so viel. Mein Freund ist
alles in Ordnung? Ich höre Explosionen vom Leuchtturm her. Bist du das, der da explodiert? Ich sehe Captain Scarlet auf ein helles Licht im Wormwater zusteuern. Ich würde schnell machen und vor ihr beim Schatz sein und sie mit Kugeln vollpumpen. Nee, nee, die wird ja uns noch in den Rücken fallen. Nur ich weiß es nicht, ob man sich hier umbringen muss oder ob man wieder reinkommt. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, die Leute, die sind jetzt schon in den Rücken gefallen. Ja, ja, ich weiß schon. Bist ja da vorne gerade schon am Kämpfen. Oder ist schon fertig. Fertig. Weil ich ja so viel Unterstützung von meinem Teamkameraden hatte. Ah, okay. Bitte, mal klar. Langsam ist es wirklich nicht mehr lustig, langsam ist es einfach nur erwarten. Ach, ich wollte gerade porten, oh Mann. Ich wollte gerade porten. Das macht, deswegen ist es nicht mehr lustig. Was sie jedes Mal macht. Von meiner Warte aus ist schon lustig. Das Besondere ist, wenn ich es irgendwann noch mal, wenn du nicht jedes Mal schnell reist, ist einfach nur unnötige Zeit verschwendet. Ja, wir wollen doch das Let's Play auf 100 Folgen strecken, habe ich gehört. Ja, Tiny Tina geht auch noch ein bisschen. Wir sind jetzt schon bei Folge 69 Grad aktuell. 69. Also Leute, dann... Ja, nee, der Musi muss ja auch herkommen. Wo gehst du hin? Der Musi muss auch da sein, dass das triggert. Warte, aber der... Komm mal kurz drauf, ich muss was machen. Aber der hat doch sein Fahrzeug. Egal, Musi ist mit drauf. Ja, komm, dann macht's mehr Sinn. Nee, Musi hat schon recht, das macht mehr Sinn. Komm mal mit hoch, ohne Scheiß. Dann sind wir in einem Schiff. Ja, aber du kannst auch ruhig einsteigen. Warte mal, Sibo, bleib mal stehen. Dann stelle ich mich auf den Platz, weil dann kann ich euch... Dann kann ich euch besser sehen, euch beide. Ist ja halt so schräg. Wo ist Musi? Ja, stell dich mit drauf. Ah, okay, perfekt. Ja, hallo. Musi, stell dich mal richtig mit drauf. Ich bin der König der Welt. Hey! Warum bin ich jetzt runtergefallen, ich Fettsack? Keine Ahnung. Ja, weil du klar und fett bist. Ja, ich bin der Fettsack der Welt. Ey! So, jetzt erlebt. Gib alles! Alter, was soll das denn? Mann, ey, kann sich einfach jeder von euch einen Schützplatz reinstellen? Ja, ich hock mich jetzt auch da rein. Dann leih ich sie für die ganze Zeit, Obi, nicht ich. Jetzt hat er mich Obi geschupft. Ah ja, wahrscheinlich war's ich. Ich kann ihn nicht stehen, das ist das Problem, das ist so eine schräge Ebene. Trotz dem Musikrad? Nein, kann ich nicht. Hier, ich mach jetzt nichts. Ja, das stimmt tatsächlich. Musi, wir müssen. Oder bleibt, stell dich einfach mal dahin. Ja, genau, fahr den Musi über den Haufen. Stehst du drauf? Oh, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott! Ja, da stehen wir! Da Hintergrund! Wie geil! An den Klappen sind, wollte ich jetzt machen, deswegen. Hä? Aber dann frisst er uns jetzt gar nicht. Wir sind ja hinten links gestanden. Ja, Alter. Was ne Scheiße! Unlogisch! Scheiß Game, das claim ich sofort! Unlogisch! Richtig unlogisch! Das zeigt einfach Bugball jetzt ist. Scheiße, Alter. Soderle! Ich will jetzt schnell was machen. Und was möchtest du? Der Mosbacher hat sich gestern ja komplett vernichtet und hat jetzt einen Hunger. Tja, die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber Leviathan. Die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? Hallo. Ich ja, wow. Schau aus wie ein Fuß. Hab ich. Und das war's dann auch schon. Soderle! Schabernack, wo bist du? Oder? So. Hätten wir das kleine Mistviech auch getötet? Zero? Achso, doch, ich bekomme Schaden. Ja. Nein, weil ich gerade die ganze Zeit keinen Schaden bekomme.
So. Und das ist der Anus des Leviathan. Ach, doch nicht. Sieht so hässlich aus. Naja, bäh. Vor allem, der müsste sich doch eigentlich den eigenen Hals abbeißen. Irgendwie ja. Aber irgendwie auch nicht, ich weiß es nicht. Da bin ich wieder da. Korrekt. Ja. Na, der Herr Moosbuster hat ja gestern einen über den Fuß getrunken. Hört sich aber nicht. Mach auf die Fresse! Ekelhafter Drecksack. Boah, ich bin verstaut, wieso bin ich verstaut? Ja, weil da haben so viele, hier springen halt echt viele Sandraupen rum. Die scheiß dann hoch, dann rum, Alter, nicht. Kannst du ihn holen? Oh. Aggression, ja, klar. Mach jetzt hier die Fresse auf, du Arschloch. Danke. Was auf Platz? Ja, korrekt so. Ah nein, ich bin schon gesprungen. Kannst du ihn wieder holen? Aber hier gab es auch einen ziemlich aufwendigen Bug, wie man sich da wieder reinbuggen kann in die Schatzkammer. Es gibt eine extrem aufwendige Variante und eine etwas einfache Raketensprünge, Granatensprünge gibt es auch noch. Echt? Okay, das wusste ich nicht. Alle diese Methoden musst du wirklich üben. Ich hab selber keinen Bock gehabt, irgendwie zu üben, weil er einfach so anstrengend ist. Die Kammerjäger, oh, jetzt die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Jo. Na, wie war das? Geil! Das Ende war ziemlich kitschig. Und geil! Wie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ja, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. ja. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen plündern, Alter. Aber ich würde sagen, ja, Jungs, aber wir hängen die zwei Bosse noch dran, oder? Oder machen wir die in einer Extra-Folge? Ja. Ich würde den extra Folge machen. Ja, alles klar. Hyperius und den in der Granatenmod. Das stimmt. Ja, vor allem, du musst da denken, wir werden so oder so alle Bosse killen. Also, sind die da nicht dabei, wieso willst du das jetzt gerne auch mal machen? Wegen der extra Folge. Keine Ahnung. Wir haben bisher von jedem DLC immer auch gleich die Bosse geklatscht, aber ich möchte sie halt so klatschen und dann einmal mit Übermacht 8 zur volle Pulle aller. Ja, nee, ich möchte die einmal so und dann einmal schon mit voller Power, Alter. Das wäre schon korrekt, Alter. Vor allem ihr zwei mit euren Tryhard-Charaktern, Alter. Was Tryhard? Die anders. Also ihr zwei würdet euch selbst nicht mal als Tryhard jetzt sehen, oder was? Nein. Nicht? Nee. Was? Das ist kein Tryhard, was wir machen. Wir spielen das Spiel bloß zu intensiv, das ist kein Tryhard. Okay. Na, Tryharder gibt's in Call of Duty. Ja, ich krieg kein Tryhard an Borderlands. Okay, das Einzige, was wir haben eine E-Tech-Waffe. Und dann ist schon wieder Shit, Alter. Ich finde hier gerade nicht mehr den Weg hoch. Ja, ich habe alle schon offen oben. Ausnahmsweise mal bin ich als Erster da oben. Normalerweise bin ich der, wo ich immer am längsten braucht, bis er oben ist. Wo war jetzt die versteckte Kiste? Eine versteckte? Ja, da gibt's noch eine versteckte, aber ich weiß nicht, auf welcher Seite die war. Ach, du meinst, sie ist in dem Berg quasi drin, also in dieser Pyramide, ja, drin, oder was? Ja. Oh nee. Auf irgendeiner Seite ist die fast ganz unten, ich weiß nicht mehr wo. Oh nee. Ich klappe gerade die Rückseite ab. Ja, ich habe auch schon zwei Seiten fertig. Ja, aber an der Vorderseite ist. Auf der vorletzte oder davor die Ebene sein, ich weiß gerade nicht. Hm. Was ziemlich weit unten ist, bitte.
Vor allem, er weiß halt schon wieder, dass es hier irgendwo eine versteckte Kiste gibt, Alter. Ja. Ah, ich glaube, ich hab sie. Ich hab sie. Ja, verloren geglaubter Schatz. Ja, nice. Perfekt. Mit dem Rocket da drin. Wahnsinn. Ja, ja, Jungs, aber ich würd halt sagen, wir hören hier auf in der Folge. Wir beenden die hier. Und dann machen wir in der nächsten Folge die zwei Bosse, oder? Ja, können wir machen. Ja, dann bleibt's ja gerade so stehen. Dann laufe ich hier noch ein kleines Stück nach hinten. So, perfekt. Ach, du bist doch so ein Trollkopf, Junge. Egal, dann ohne Musi, mir egal. Elsi. Mein lieber Freund. Oh. Sneak. Ich bin's der Musi und ich tu grad snicken, du. Ja, das tu ich. Alles klar, perfekt. Schau, sogar mit Feuerwerk. Also, mein lieber Kichererbse, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und der Musi natürlich auch. Perfekt. Ja, nee, danke, dass ihr beide dabei wart. Wollt ihr noch abschließend was sagen vor der letzten Folge? Du bist immer noch scheiße. Korrekt, ja. Alles klar. Jo, bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut, haut rein und bis dann. Scheiße.